Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Kingdom Come Deliverance und wir sind hier am Räuberlager. Ich kann euch sagen, ich habe schon ein Stück weiter gespielt. Und es ist mal wieder was passiert und zwar ist das Spiel mal wieder abgeschissen. Das ist höchst ärgerlich, aber was willst du machen? Der Vorteil ist, wir brauchen nicht mehr zu dem Schatzkistchen hier im Wald reiten. Ich habe es schon mal gehoben. Das durfte ich dann schon mal rausfinden. So, das heißt, wir werden jetzt mal hier weitermachen. Wir müssen mit der 10 Diebe weitermachen. Kehre zu Elischka zurück. Also wir fahren jetzt erstmal zum Henker oder wie auch immer man ihn gerne nennen möchte. Und werden da an dieser Stelle erstmal weitermachen. Und diese Liebesgeschichte zu Ende bringen. Mal gucken, ob das uns gelingt. So, in der Hoffnung, dass das Spiel nicht wieder abschmiert. Das ist echt gerade, weiß ich nicht, woran es liegt, aber in der letzten Session echt zweimal das Spiel abgekackt. Das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Ist ein Jagdgebiet für Rehe, siehst du? Wieder was gelernt vom Bernd. Das ist doch schön. Ja, also wir reiten erstmal zurück, versuchen mal Elischka irgendwie ein neues Zuhause zu besorgen. Und dann werden wir mal beim Apotheker einreisen und werden beim Apotheker auf jeden Fall mal ein paar Geweihe kaufen. Da muss ich jetzt nicht Geweihe nehmen lernen und wie gesagt, habe ich jetzt leider alles schon mal gemacht. Wir wiederholen es gerade. Und was ich jetzt ehrlich auch zugeben muss, ist, ich habe jetzt auch schon wieder ganz lange nicht gespielt. Also Kingdom Come ist tatsächlich schon längeres Spiel. Also ich sag mal, so langsam aber sicher hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn wir mal so ein bisschen uns dem Ende nähern würden. Aber da das jetzt ein Let's Play ist, möchte ich ja natürlich auch alles zeigen und ich möchte natürlich auch die Nebenquests mitmachen, die DLCs mitmachen. Aber wir werden jetzt diese ganzen Tätigkeiten ein bisschen hinten anstellen. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich zu dumm bin zu reiten. Hallo? Wo ist denn jetzt hier mein... Ja, da hoch und dann links. Okay. Jetzt habe ich oben keine Anzeige mehr. Ach nee, die ist hinter dem anderen verborgen. Alles klaro. So, mein gutes Leiden hier. Zeig uns, was Eile heißt. Oder so. Mal schauen. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich diese ganzen Aktivitätsgeschichten nicht unbedingt machen. Zum Beispiel so jetzt nochmal hier 180.000 Stück Fleisch jagen und so. Klar, das bringt EP, das bringt Fortschritt und so weiter. Aber ja, ich will auch so langsam mal ein bisschen vorwärts kommen. Die Nebenquests machen wir. Also die Nebenquests werden wir auf jeden Fall tun. Aber den Rest definitiv nicht. Also das tut mir leid, aber das habe ich jetzt so für mich beschlossen. Na, Elischka. Du weinst nicht mehr? Nein, hab für meinen Lebtag genug geheult. Sehr gut. Bei meinem letzten Besuch war das noch anders. Ich hatte selten Glück im Leben. Aber letzten Endes ging es immer irgendwie. Und Tränen sind da keine Hilfe. Da hast du das recht. Ist wahr. Also konntest du etwas über sie rausfinden? Ja. Deine Verwandtschaft sind doof. Ich habe die Eltern deines Mannes ausfindig gemacht und sie würden dich aufnehmen. Aber? Sie sind nicht sonderlich sie nett. Sie sind keine guten Menschen, Elischka. Vermutlich würden sie dich schinden. Aber dort hättest du zu essen. Das Leben ist hart. Naja. Aber ich hätte eine Familie. Du hast recht. Ich spreche noch einmal mit Hermann. Lebe wohl. Hier. Elischka sieht besser aus. Ja, aber glücklich ist sie nicht. Gott hat ihr schwere Prüfungen auferlegt. In der Tat. Wusstest du, dass die Pest ihre ganze Familie dahinraffte? Sie war gerade erst 12. Gott sei mit dir, Heinrich. Seine Familie zu verlieren ist hart. Verzeih, ich habe nicht nachgedacht. Und, konntest du etwas über ihre Sippschaft herausfinden? Ich konnte sie ausfindig machen. Sie würden sie aufnehmen, aber ich halte das für keine gute Idee. Überlass ihr die Entscheidung. Solange es ihr dort besser geht als hier. So wie du von ihr sprichst, möchtest du, dass Elischka bei dir bleibt? Weißt du, sie war schon immer ein süßes Mädchen.
Als sie mit ihrer Familie nach Ratai kam, damals noch ledig, war sie schon wunderschön. Und es mag dich überraschen, aber sie wechselte sogar hin und wieder ein Wort mit mir. Es grämte mich, als sie diesen Taugenichts heiratete. Ja, es war naiv von mir. Aber ich dachte immer, dass wir zwei vielleicht... Nun, das Schicksal amüsiert sich gern. Ja, ja. Ich habe ihren Gatten aufgeknüpft und sie lebt bei mir. Nach all den Jahren, in denen ich an sie dachte. Ich möchte, dass sie bleibt, aber ich will auch nicht, dass sie unglücklich ist. Na dann schauen wir mal. Hast du dich entschieden? Ich kann nicht. Ich kenne die Mischex nicht. Aber ich hätte eine Familie. Hermann könnte dir auch eine Familie geben. Er ist ein anständiger Kerl. Ich kenne keinen besseren, um ehrlich zu sein. Aber er ist ein Henker. Ja, das ist und wo ist das so. Problem? Dass die anderen Weiber sich unten am Fluss nicht mehr mit dir unterhalten würden? Hat dich dieser Klatsch je interessiert? Er ist ein feiner Kerl, oder nicht? Er würde sich um dich kümmern und wäre auch dazu in der Lage. Und er will dich. Er liebt dich so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Aber hat er das wirklich gesagt? Ja, er sagte, er sei seit Jahren in dich verliebt. Er fand schon immer, du seist das süßeste Mädchen in Ratai. Wirklich? Wir haben hin und wieder ein paar Worte gewechselt. Nun, er war immer gut zu mir. Bei allem, was heilig ist. Du hast recht. Ich bleibe. Gott sei mit dir. Sehr gut. Wieder jemand glücklich gemacht. Hermann? Ja? Dürfte ich vielleicht hierbleiben? Für immer, meinst du? Wenn du nicht willst, dann... Du darfst! Natürlich darfst du! Eliska, du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Ach, dieses junge Glück. So... Danke, Heinrich. Danke. Gerne. Das Wichtigste ist, dass alles gut ausgegangen ist. Ist es. Hab Dank. Und ich möchte dir das geben. Allmächtiger, ich habe Eliska. Nach all den Jahren habe ich, der Henker, die Frau, die ich liebe. Naja, ein paar Groschen. Das ist doch nett. Okay, sehr gut. So, ich breche mal schnell noch ein paar Schlösser auf. Jetzt ist grüß dich, Heinrich. Ja, Eliska, geh mal rüber, Schätzelein. Oh, da liegen die Schweine in der Gegend rum. So, na gut, also. Dann hätten wir wieder was raus aus dem Questlog. Das ist doch schon mal ganz nett. Wir müssten die Hasenjagd machen. Da könnten wir mit Hauptmann Robert reden. Oder wir machen, wir besorgen ihm die Geweihe. Ein neues Zuhause. Ja, wir haben ansonsten, apropos Inventar, wir haben 3.000. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Also es lohnt sich gerade noch nicht so richtig zurück in mein Dorf zu reiten, um da weiterzumachen, denke ich. Ich werde jetzt tatsächlich mal einfach nach Ratai reiten. Ja, und in Ratai werde ich jetzt einfach spontan mal ein paar Geweihe kaufen. Ich habe halt leider sonst jetzt nicht so richtig viel, was ich verhökern kann. Mein Problem ist gerade, das spielt sich auch gerade total blöd, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass das Spiel wieder abkackt. Also das ärgert mich gerade wirklich ein bisschen, weil es eigentlich ja die ganze Zeit stabil lief. In den letzten Teilen gab es so ein bisschen ein Rauschen und Knacken und so weiter. Das war mein Mikro. Irgendwie hat das Zeitliche gesegnet. Das wollte ich mich nochmal für entschuldigen. Habe mir ein neues zugelegt. Ich hoffe, das ist jetzt mit dem Ton alles wieder soweit in Butter. Es sind ein paar Teile, die jetzt ein bisschen, ja, so ein Grundrauschen auf dem Mikro drauf haben. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber was willst du machen? Also deswegen werden wir auch übrigens, bloß so, weil ich das vorhin schon gesagt habe, wir werden das mit dem Schwert der Königin von Saba nicht machen. Zumal ich herausgefunden habe, dass ich das wahrscheinlich eh schon versemmelt habe und das eh nicht machen kann. Ich hoffe, da ist jetzt niemand pissig, aber ich habe ja eh vor, mir den Rüstungsschmied nach Ratai zu holen und damit nutzt mir das ganze Schwertding auch nichts.
Hallo. Gott segne dich. Was? Jo, also beim Handeln, wie gesagt, machen wir mal kurz. Ich guck mal, ob ich ihm noch irgendwas aufhängen kann. Waffen, ja, kann man nicht. Rüstung habe ich jetzt gerade auch nichts. Nahrung habe ich nichts. Sonstiges haben wir noch. Kleine Goldkelche hätten wir noch. Den können wir mal verkaufen. Und ansonsten, ja, ansonsten haben wir nichts. Aber dann kaufe ich mir jetzt Geweihe. Guck mal, der hat nämlich davon ein paar. Dann zahle ich. Okay. So, beschaffe Geweihe. So, jetzt ist die Frage, wie macht man jetzt weiter? Wie machen wir jetzt weiter? Ja, wir müssen uns jetzt definitiv, wir können hier weitermachen oder in Thallenberg. Ja, ich glaube, wir reiten nach Thallenberg und werden jetzt erstmal mit den komischen Wilderern auseinandersetzen. Frage ist halt, wenn ich jetzt die Geweihe abliefer, passiert dann irgendwas? Ich werde es erstmal machen. Ich schaffe mal die Geweihe hin und dann schauen wir weiter. Und da wird es auch schon wieder Nacht. Das ist aber ganz gut, da können wir vielleicht direkt in Thallenberg übernachten. Mal schauen. Ich habe jetzt übrigens auch bei Google Maps mir schon mal angeguckt, wo diese ganzen Orte liegen. Die gibt es ja tatsächlich. Ja, und werde wahrscheinlich dann nächsten Sommer mal hinfahren. Gerade dieses Kloster in Sasau, das würde mich ja tatsächlich auch mal so in echt interessieren. Das fände ich ja durchaus mal ganz spannend. Mal schauen, ob ich da irgendwie vielleicht nächstes Jahr mal... Ja, ich bringe die Geweihe zum schwarzen Duckisch. Ich habe das schon so mitgekriegt, aber ja. Okay, wir reiten erstmal hoch in die Burg. Hier können wir schlafen, das ist vielleicht nicht so schlecht. Dann können wir uns hier erstmal ein kleines Nachtlager zulegen. Und dann werden wir weiter schauen. So. Gut. Ja, irgendwie hat er gerade Probleme. Guck mal, die Texturen sind übelst matschig. Was ist denn da schiefgegangen? Wir speichern mal hier an der Stelle und schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Irgendwie hat er gerade Probleme. Ich weiß auch nicht. Das sind alles so Dinge. Weiß ich nicht, das ist vorher nicht so aufgetreten. Aber irgendwie scheint er jetzt Sorgen zu haben. Ich spiele das jetzt auch schon wirklich über einen langen Zeitraum hier, die ganze Veranstaltung. Und das ist schon so ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt hier so solche Probleme macht neuerdings. Jo, wir haben Schlösserknacken gelernt, weil wir jetzt dieses Buch dabei haben. Und ich ja im Schlaf lernen kann. Ist das nicht fein? Aber wo haben wir noch was übrig vom Buch? Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Wir könnten ja mal trotzdem das Schloss aufknacken. So. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Gut, und dann werden wir weitermachen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt mit diesen komischen Wilderern anstellen können. Wir können die natürlich auch einfach verpfeifen. Das wäre jetzt... Ja. Der leichtere Teil, aber weiß ich nicht, ob ich das will. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Jetzt haben wir die ja zumindest erstmal gefunden. Naja, ein bisschen Knete kann man ja eigentlich immer gut brauchen, oder? Mal schauen. Ich kann die ja nachher immer noch ankacken. So, schwarzer Lukas. Hallihallo. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass du dich im Wald verirrt hast. Ich? Niemals. Ich wäre früher zurückgekehrt, aber der Weg schien mir zu weit für ein einzelnes Reh. Sieh an, du bist ein waschechter Bluthund. Das gefällt mir. Ich bin aber ein Angeber. Dann hast du die erste Probe bestanden. Die erste? Tja, eigentlich war nur eine vorgesehen. Aber du könntest uns mit noch was anderem helfen. Na gut, was soll ich noch machen? Ein Drachen töten? Eine Drude fangen? Sehr witzig. Spitz lieber die Ohren. Nikolas, der Jägermeister, hat ein feines altes Jagdhorn. Aber hornlos würde er uns viel besser gefallen. Verstehst du? Wo finde ich dieses Horn? Manchmal trägt er es mit sich rum. Immerhin ist er der Jägermeister. Aber ich glaube nicht, dass er damit zu Bett geht. Sieh dich am besten nachts bei ihm um.
Seine Hütte hat er überm Dorf, gegenüber von der Burg. Komm zu mir, sobald du das Ding hast. Kannst kaum erwarten, seine verdutzte Fresse zu sehen. Gut, wird gemacht. Mhm. Schön. Weidmanns Heil. Alles Gute. Ich kann ja diesen Nikolas eh nicht so sonderlich gut leiden. Das heißt aber natürlich, das ist wieder so eine Nachtquest, weil da müssen wir tatsächlich irgendwann nachts einsteigen. Wo ist denn jetzt mein Pferd? Hallo! Na komm! Komm, Purzelchen! Und jetzt ist es ja gerade erst früh am Morgen. Das heißt, wir könnten ja spontan mal nach Pribislawitz reiten. Jetzt sind wir ja eh in der Gegend und mal schauen, was wir da vielleicht ausgebaut kriegen oder eben auch nicht. Fahren wir mal schnell in die heimatliche Stadt. Wir wollen ja da auch Stück für Stück, weil jetzt sollte ja eigentlich auch Geld in der Truhe sein. Da kommt ja wieder neues Geld rein. Ist ja zumindest, ist das ja so angedacht. Müssen mal gucken. Und wir könnten da mal in Sasau diesen Rüstungsschmied abziehen. Ich glaube, den habe ich noch nicht geholt. Das gucke ich dann gleich mal. Weil das letzte Mal hatte ich noch keine Schmiede fertig. Mal schauen, was wir jetzt hier Lustiges anstellen können. Da bauen wir ein bisschen Dörfchen. Ja, wir machen jetzt gerade so ein bisschen diesen Nebenquest-Kram durch. Ich will ja tatsächlich mit dem Kram hier auch mal fertig werden. Wie geht es dir, Heinrich? Das muss ich auch sagen. Ich will ja dann auch irgendwann mal fertig sein. Und dann kümmern wir uns wieder um die Hauptquest. So, das ist ja mein neues Rathaus. Ich muss mich erstmal noch dran gewöhnen, dass das... So, dann schauen wir mal. Wie sieht's denn aus? Lesen. Rathaus. Ja. Groschen haben wir. 15.000. Haha, Torfeinkünfte. 1.200. Sehr gut. Ja, das ist cool. Siehst du? Grundgebäude habe ich jetzt hier. Unterbezahlter Lokator. Kirchenreparatur. Kirche. Schmiede. Bäckerei. Fleischerei kann ich nicht bauen. Wo steht denn jetzt eigentlich, was ich hier an Leuten habe? Die haben mir doch irgendwo einen Bonus. Irgendwo habe ich das doch gelesen. Moment, müssen wir nochmal gucken. Waffen, Rüstungszeug. Genau, wir haben einen Rüstungsschmied. Bäckerei haben wir. Haus. Schenke. Hier Holzfäller, ja. Hier sind Kunisch. Das steht hier drin. Also, Moment, da kann man ja bei der Rüstungsbude mal gucken, ob wir da schon einen haben. Aber ich glaube ja tatsächlich nicht. Moment. Schmiede. Nee. Haben wir noch nichts. Aber da könnten wir ja tatsächlich mal schauen. 15.000. Na, das ist doch so langsam ein schönes Geschäft hier, die ganze Veranstaltung. So, ich muss bloß mal gucken, wo ist denn jetzt hier der Kollege? Wir bräuchten auch mal ein größeres Rathaus. Hier ist er. Hi, Marius. Ich möchte etwas... Wie du wünschst. Gebäude im Dorfzentrum. Wir könnten Erweiterung Rathaus oder... Reparieren wir die Kirche. Na klar. Nun gut, bitte folge mir. Ich werde dann die Bauarbeiten überwachen. Sonst wird das ein Desaster. Wir müssen erst mal gucken, was kostet das? Ja, man merkt wieder, ich bin schon wieder lange nicht mehr da gewesen. Kirche, Kirchenreparatur. Preis 11.000. Sehr gut, Hammer. Dann können wir das mal machen. Sehr gut. Das ist schön. Grüß dich, Heinrich. Hier werden wir bauen? Natürlich. Ja. Sollen wir anfangen? Unbedingt. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Jawohl. Wir haben, was wir brauchen. An die Arbeit. Die Frage ist, bringt so eine Kirche Geld? Das ist ja tatsächlich mal eine relevante Frage, oder? Verdient man mit der Kirche was? Das werden wir gleich mal rausfinden. Hm.
Okay, wir haben es mal wieder alles in den Normalzustand gebracht, glaube ich. Da können wir bestimmt noch ein bisschen was tun, noch ein bisschen ausbauen, noch ein bisschen schöner machen. Oh, guck mal, da ist sie. Sehr gut, das freut mich doch schon mal. Das finde ich doch schon mal gut. Dann gucken wir mal, da müssen wir jetzt noch 4K in der Kiste haben. Ja. Schauen wir mal, ob die Kirche was bringt. Kirchenreparatur 1. Oh, die Kirche kostet. Was? Die Kirche kostet? Moment. Oh, Rathaus kostet, ja. Ja, 150 generiert gar nichts. Kirchenreparatur ist erledigt. Jetzt müssten wir für 17.000 können wir sie renovieren. Ach Gott. Na gut, also hier brauchen wir definitiv noch ein bisschen Geld. Das ist aber okay. Jetzt haben wir mal wieder ein Stückel gebaut. Mal schauen. Vielleicht haben wir dann irgendwann nochmal einen richtigen Geldfund. So, jetzt schauen wir mal, was sagt denn die Tageszeit? Die sagt Mittag. Das heißt, ich würde jetzt spontan mal nach Sasau reiten. Oh, Sasau. Wir müssen hier oben zu dem Schmied, möchte ich. Dann können wir auch da so hinreiten. Jetzt kommen wir da wahrscheinlich wieder mitten in der Nacht an. Das ist schön. Ist das nicht toll? Ein Hoch auf uns. Aber egal. Wir werden auch dies hinbekommen, denke ich. So. Fetz mal los, junger Mann. Na, es wäre schon schön, wenn wir das schaffen würden, damit ich nicht noch einen Tag... Oh, was ist denn jetzt wieder los? Überfall... Ah, auflauern. Schlacht beobachten, dann machen wir schon. Gucken wir mal, wer da wen auflauert. Und ob wir uns auf eine Seite schlagen können. Das bringt ja aber alles ein bisschen Geld. Und vor allem bringt es Kampferfahrung. Ich muss ja unbedingt mal ein bisschen... Was ist hier los? Oh. Hey, wer ist da? Beszadás! És pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Hey! Hast weiche Knie bekommen, was? Was ist hier los? Jetzt greifen mich wieder alle an. Wer ist da? Was haben wir denn da? Haltung! Oh, Züge! Wer hast du nicht auf? Na komm, mein kumanischer Freund. Du bist tot! Warum geht denn jetzt alle auf mich los? Seid ihr bescheuert? Gehen alle auf mich los, ey. Guck dir das an. Jetzt haben sie ihre ganzen Zwiespaltigkeiten und Haarspaltereien komplett verloren. Das wird ein... Mit dir wische ich mir den Arsch ab. Kannst es ja mal probieren. Soll das etwa alles sein? Mister, nimm den Pfeil. Der ist erstmal raus. Nee, immer noch nicht. Das war ein Headshot voll ins Knie. Oh, Leute. Das war jetzt natürlich richtig schön scheiße. Aber warum die jetzt alle auf mich losgehen, ist mir echt ein Rätsel. Was ist los? Komm schon! Das ist eine Freude! Gibst du auf? Gott verdammt! Mehr hast du nicht drauf? Jo. Oh, na super. Ey, ehrlich jetzt. Oh Mann. Ja, großartig. Das ist ja mal richtig geil gelaufen, die Nummer. So sieht das dann mal aus.
Ich reite mal schnell nach Sasau, ne? Aber das ist halt das Bescheuerte. Warum gehen denn die Kumanen und die Ritter auf einmal alle auf mich los? Ich wollte doch jemandem helfen. Ich hätte den Rittern doch geholfen. Aber wenn natürlich so ein ganzes Rudel Badewannenstöpsel direkt auf mich losgeht, kriege ich zu viel. Ja, super. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, also wir machen das jetzt in der Schnellausgabe. Oder wir machen das anders. Pass auf. Es sind jetzt 25 Minuten. Dann ist es heute eine kurze Folge. Ich mache jetzt Schluss. Ich spiele bis nach Sasau. Und dort steigen wir beim nächsten Mal einfach wieder ein. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.